Das Schicksal kriegt dich nur, wenn du es lässt. Wir schmieden unser eigenes Schicksal. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Fuma. Heute dreht sich alles wieder um God of War Ragnarök. Falls ihr es verpasst habt, das ist das letzte Video dazu gewesen zu God of War Ragnarök, denn auf meinem Kanal gibt es Tipps, Tricks und Guides. Und damit ihr nichts mehr verpasst, würde ich mich mega über ein Abo freuen und natürlich die Glocke aktivieren. Oder wie würde Alvor von Assassin's Creed Valhalla dazu sagen? Was? Höre ich da die Glocke? Nein! Nice. Und natürlich, damit ihr das andere Video nicht verpasst zu meinen anderen Blockbustern, dann checkt hier auf jeden Fall dieses Video aus. Ihr könnt natürlich auch interaktiv in meinem Livestream reinswitchen und dort Fragen stellen, die ich natürlich gerne für euch beantworte zu God of War Ragnarök. Doch jetzt, meine lieben Freunde, bleibt gesund, Semper Fi, und lassen wir es richtig krachen. Let's do it! Da, einer von diesen Krähen. Und noch eine schlafende Bestie. Das Werk von Alvis Steinfuß. Kriegerreich, hm? Und sie selbst war auch nicht schlecht mit dem Schwert. Ja, ich erinnere mich. Yeah.
hinter dir, pass auf! Pfeile, Bruder! Pfeile! Ein Musikinstrument. Aus deiner Heimat, nicht wahr? Kannst du... spielen? Ja. Wirst du? Nein. Vater, ist das nicht Teil eines Schlüssels? Vielleicht die andere Hälfte des Schatzkammerschlüssels. Wir sollten mit dem kompletten Schlüssel zurück zur Schatzkammer gehen. Sehen wir nach, was sich darin verbirgt. Ja.
Wenn euch mein kleines Erklärbär-Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo und ein Like da. Damit ihr nichts mehr verpasst, Glocke aktivieren. Nicht vergessen, es werden auch weitere Erklärbär-Videos folgen. Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fi, euer Fuma.